Hallo zusammen. Heute gibt es was ganz Schwäbisches. Kartoffelschnitz und Spätzle. Also Erdäpfelschnitz und Spätzle, auf Deutsch gesagt. Und Deutsch ist in dem Fall Schwäbisch. So, also Fleischbrühe habt ihr ja schon gesehen, wie ich die mache. Und das ist jetzt Aufarbeitung dieser Fleischbrühe. Kartoffel in Würfel geschnitten oder auch in Schnitze, also vierteln und in der Brühe kochen, garen und anschließend noch etwas Karotten dazu. Und die werden dann in der Brühe einfach fertig gekocht. Und ich habe jetzt noch die Suppenwürfel, die Fleischwürfel von meiner Suppe, vom Siedfleisch, habe ich in der Suppe in der Brühe eingefroren. Und die kommen jetzt hier dazu. Und natürlich brauchen wir Spätzle dazu. Ein Spatzenteig ist schnell gemacht. Eier, Salz und Mehl. Mehr braucht es dazu nicht. Ihr braucht auch kein extra Spätzlesmehl. Das ist alles Blödsinn, was die Industrie erzählt. Ganz einfaches Mehl. Das haben unsere Vorfahren auch gehabt. Die haben nicht extra erstmal ein Spätzlesmehl erfinden müssen. Da meine Eier sehr hell sind, mache ich etwas Kurkuma dazu. Die Spätzle sollten ja auch ein bisschen eine Farbe haben. Ja, also einen richtigen geschmeidigen Teig zusammenrühren. Ich lasse den jetzt etwas stehen, so gute 20 Minuten, damit das Mehl quellen kann. Und dann wird er bearbeitet. Richtig schlagen. Hier dürfen wir mal den Teig schlagen. Da muss er sogar richtig Luft reinschlagen, dass er glatt wird und geschmeidig. Da kommt auch kein Wasser dazu. Das brauchen wir nicht. Nur wirklich Eier, Mehl und Salz. In das Wasser natürlich auch wieder Salz dazugeben. Und dann werden sie geschabt. Jede Hausfrau, die hat so ein Spätzlesbrett hier in dem Schwäbischen. Das gehört praktisch zu. Das Brett nass machen, den Teig drauf geben, nicht zu viel. Und mit dem Messer glatt streichen. Und dann wird er eingeschabt. Ich mache das mit der Palette. Die liegt mir am besten in der Hand, da gibt es extra so Schaber, aber das muss nicht sein. Und hier in Zeitlupe war das und so Normalgeschwindigkeit. Einfach nur so einschaben und das klappt ganz gut, wenn man das etwas übt. Wieder glatt streichen und weiterschaben. Richtig gut aufkochen, die Spätzle. Nicht, wenn sie oben schwimmen, dann sind sie noch lange nicht fertig. Die müssen schon gekocht werden, damit sie auch richtig schön knackig sind. Und dann rausheben in kaltes Wasser, damit sie auch nicht zusammenkleben. Da kann man sie auch wieder warm machen. Ausheben und schon ist alles fertig. Die Brühe natürlich wieder warm stellen, gut heiß machen, damit sie auch serviert werden kann. Gemüse kann jeder reintun, was er will. Ich habe das nicht so mit dem Gemüse. Und jetzt wird serviert. Natürlich würden jetzt normalerweise die Spätzle in die Brühe kommen, damit sie richtig heiß werden. Aber den ganzen Pot Suppe essen wir nicht. Wir sind ja nur zu zweit. Und deswegen kommen die Spätzle bei mir gleich ins Teller. Und etwas Schnittlauch dazu. Und schon ist das Ganze fertig. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Und alle Videos, die ich habe zu diesem Thema, sind unten in der Infobox. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.